Ja, heute möchte ich mal hier dieses Yamaha-Logo vergolden. Okay, das ist verchromt. Der Chrom muss ab, um es zu vergolden. Das ist Chrom-Inferna. Das ist Aktivator. Und das ist das Gold-Elektrolyt. Ich habe hier auch noch diese Schraube, die werde ich auch golden machen. Das Ganze gehört zu der Lenkerabdeckung. Die Schraube kommt dann hier rein. Das Logo ist davon. Ich werde erstmal mit der Schraube anfangen. Das ist eigentlich relativ einfach. 3 Volt ungefähr reichen. So, hier muss man kein Chrom entfernen. Dann ist ja kein Chrom oben. Hier reicht einfaches Aktivieren. So, das sollte eigentlich schon reichen. Es geht jedoch sehr langsam. Noch ein bisschen mehr. Umso länger man das macht, umso dicker wird die Goldschicht.
So. Ich denke, das sollte ausreichen. So, das Logo, hier muss man wie gesagt erstmal das Gold abmachen. Wenn nicht das Gold, das Chrom abmachen. Dazu muss man die Polarität umdrehen. Und ungefähr, naja, 6 Volt sollte reichen. Hier muss man jetzt etwas vorsichtiger machen. Okay, der Chrom ist hier ganz dünn nur oben. Man sieht, sobald die Nickelschicht durchkommt, so, ich denke, das sollte reichen. So, die Polarität wieder umdrehen. Wieder auf ungefähr 3 Volt gehen. Jetzt muss die Oberfläche aktiviert werden.
So, das sollte ausreichend sein. Ja, das Ganze ist relativ einfach. Das kann man direkt am Fahrzeug genauso machen. Das werde ich demnächst nochmal tun. So, das ist schon richtig schön gold geworden. So, das sollte ausreichend sein. So, ja, richtig schön gold geworden. Sehr schön. Das Ganze kommt dann, wie gesagt, hier rein mit der Schraube zusammen. Jo. Wie gesagt, keine große Sache.